So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer. Hier ist der Andi. So, dann wollen wir mal ein bisschen zocken. Mal was. Ja, ich habe ein leeres Inventar, weil ich vorhin meine Rüben gekauft habe. Von Hamid. Ich schreibe jetzt mal eine Karte, ohne das Wort Training zu erwähnen. Ich denke, das wäre dann alles. Oh, von Mama. Der Duft der Bäume und des frischen gemähten Grases lockt mich aus dem Haus, raus in die freie Natur. Als du kleiner warst, möchtest du es nicht so... Was? Mochtest du es nicht so sehr, aber inzwischen liebst du das Wandern. Stimmt's? Naja, manchmal. So. Kann man eigentlich auch an Mama zurückschreiben? Nee, das geht nicht. Ne? Mal gucken, was Mama mir geschenkt hat. Was hat Mama mir geschenkt? Ein Beutel von Mama. Sieht denn der Beutel von Mama aus? Dann schicke ich ihn wieder zurück. Bisschen Farbenpro. Das hat wieder hier besser. So. Beutel von Mama. Also ins Lager. Thank you.
Leute, haben wir es. Olé! Puh, ich habe gehört, der Schrein gut für die Bauchmuskeln ist. Aber jetzt brauche ich erstmal einen Proteinshake gegen Heiserkeit. Twirps. Er nennt mich immer Twirps. So, mal gucken, ist das der Geldstein? Hm? Was sagt ihr? Ein Fossil. Das ist auch nicht der Geldstein. Hi Mimi. Grüße dich Mimi. Hört man mich? Ja, ne? Dann lass mal nebenbei zum Stream laufen. Danke.
schön. Lass mich mal durchschnappen. Man hört mich gut. Das ist gut. Oh, warte. Da ist ein großer Fisch. Ist einer dabei? Verdammt, die habe ich gegessen. Na, mach. Wieder Unkraut. Da hinten auch nicht viel aus, hier aber ich kann das hinzugehen. Was machst denn du da hinten schon wieder? Man hat mich besser. Gestern besser gehört? Man hat mich besser gestern gehört, ja. Na gut, das Gleiche. So, ist es jetzt besser? Oder soll ich ein bisschen lauter drehen? Warte. Ich kann mich auch ein bisschen lauter drehen. Da habe ich nichts dagegen. Ne? Ja. Jetzt hört man mich bestimmt auch besser. Jetzt machst du bestimmt deine Boxen leiser. So, oh, mal gucken, gehen wir mal zur Eule. Zur Eule, nicht zu Eulchen, sondern zur Eule. Ah, Mimi, ich habe meine ganzen Rüben verkauft, hehe. Ich muss ihn analysieren. Hallo, True Simon! Grüße dich! Was Neues dabei, wie ich gerade sehe. Cool. Bei Facebook. Ich glaube, der Rübenpreis war, glaube ich, 565 oder 562. Ich will was stiften. Oh, toll. Eine Fossilie neu. Sicherlich wollen wir spenden. Ich habe ihr bei jedem Schluck habe ich ihr 99.000 Geldsack hingelegt. Also kannst du ausrechnen. Bin glaube ich 5-mal geflogen oder 6-mal. Jetzt habe ich 30 Millionen auf der Bank. Und Simon, wie geht's dir? Was lachst du schon wieder? Meine Verlobte nur am Lachen. Supi, das freut mich. Ich denke mal, du weißt, wer ich bin, ne? Ja, klar, irgendwie muss der am Stream gekommen sein. So. Was machen wir jetzt? Gib mal einen Tipp, was soll ich machen? Ich hole das von meiner Angel. Oh, die ist
nur am Lachen. Gerne, gerne. Ah, da ist er. Nee, das war nicht mein Name. Was war das? Hä? Ah, Picknickset. Nee, das wollte ich ja nicht. Ja, die anderen wollte ich. Das nehmen wir auch noch mit. Hi Anja! So. Anja redet immer so leise, die ist schüchtern. Ja. Okay, Mimi, alles leer, alles verkauft. Können wir auch auflassen, es kann eh keiner was glauben, weil nichts da ist. So. Luca ist online. Na, Schweinchen dick. Lucy. Oh, hallihallo, Andi. Heute ist nicht voll der schöne Tag, Schnauzi. Warum? Und mit dir plaudern. Sonntage sind die besten. Wenn die Sonne scheint, sieht jeder wie ein Star aus. Findest du nicht? Ja, ich sehe auch im Regen wie ein Star aus. So, da ist überhaupt nicht eingebildet. Wollen wir mal gucken bei bei den zwei Bärchen, Nepp und Schlepp. Schlepp und Nepp, Schlepp, Nepp und Schlepp. So, oh, ein Keyboard. Ein Keyboard, ich habe aber schon eins. Was ist denn das da hinten? Ein Desk. Ein Flecht-Handtuchkorb. Aber das passt in meine Frühlings-Dschungel-Toilette. Bad. Ja, die lacht schon wieder da hinten. Achso, ich habe kein Geld einstecken. Warum sagt mir keiner, dass ich kein Geld einstecken habe? Mann. Bank gehen und wieder. Den muss ich katalogisieren. Was willst du katalogisieren? Ja, auch schwere Wörter kann ich aussprechen manchmal. Katalogisieren. Mimi, sag mal dreimal ganz schnell hintereinander. Katalogisieren. Genau, beste ohne Geld zum Einkaufen. Richtig. Ja, ich kann ja mal probieren, meine Visa-Karte zu zücken, ob sie die nehmen, die ich nicht habe. Ach, Handtücherkorb. Ja, okay, dann mache ich das gleich auf. Wenn ich ihn gekauft habe. Und du lach nicht da hinten, mach mal bitte eine Zigarette. Was denn jetzt schon wieder? Was denn? Achso. 5000 Sternesack. Und dann zeigt ihm den Finger drauf. Mit dem nackten Finger zeigt man halt auf angezogene Geldbeutel. Geldsäcke. Auszahlen. Ach komm, nehmen wir mal die 113. Nee. Nehmen wir mal 70. Hat jemand aufgepasst, was der Dings kostet? Ich glaube weniger, ne? Ja, hier weiß man nie. Da könnte auch ein Blatt Papier 200.000 kosten. Ja, um 19 Uhr werde ich mal wieder versuchen, vergebens,
auf eine Skorpioninsel zu kommen. Simon, kannst du dir vorstellen, wie lange ich gestern gestreamt habe? 2,5 Stunden. Ja, hast richtig gehört, 2,5 Stunden. Nämlich. Na, was guckst du denn dir an, Eselchen oder Pferdchen? Er guckt mich an, wenn ich mit dir rede. Nein, er guckt aufs Warnschild. Sieh mal an, was haben wir denn da? Ein Warnschild. Und weiter. Kaufen oder nicht, denkt er sich. Kaufen oder nicht. Ja, ich würde dir helfen, wenn du mit mir reden würdest. Nee, kauf's nicht, kauf's nicht, kauf's nicht. So, na, Einkaufstour, Queenhorn. Nenn mich nicht Queenhorn, blunder Esel. So, lass uns plaudern. Beachte mich gar nicht. Ich befinde mich mental gerade am glücklichsten Ort der Welt. Echt? Shoppen könnte ich den ganzen Tag. Wenn man sich nur nicht um all die nebensächlichen Aktivitäten des grauen Alltags kümmern müsste. Ja, richtig, hast recht. Dann geh besser nicht einkaufen. So, ja, aber heute werden es keine 2,5 Stunden, weil ich habe ja morgen wieder Frühschicht, muss um 3 aufstehen. Ich habe das heute Morgen gemerkt, wie ich um 10 ins Bett bin. Das heißt, ihr selber schuld. Hat sie geflüstert. Selber schuld. Naja. Dass dich keiner hört. Ach, hier haben wir, glaube ich, noch einen Stein vergessen, kann das sein? Ich habe noch keinen Geldstein gehabt. Ah, da ist er ja. Toll, daneben. Versaut. Mimi, ich mach gleich auf. So, gucken. Ach, da liegt ja meine Zigarette. Juhu. Wie würden das ausgesprochen? Simon oder Simon? Jetzt lieber. Ja, wundert euch nicht, ich bin noch ein bisschen aufgewühlt von der Arbeit und vollgefuttert von der leckeren Lasagne, wo mein Schatz gekocht hat. Nee, ich wollte doch gar nicht verreisen. Warum sagt mal keiner, dass ich was Falsches gedrückt habe? Ich wollte Freunde empfangen und nicht verreisen. So, Besucher empfangen. Online-Spiel. Oh Gott. Jetzt ist ihr Püppchen auch noch schüchtern. Sie hat gerade die Emotion Schüchternheit gelernt. So. Freunde einladen. Mach mal auf für alle. Mimi, kannst kommen. Oder anwesend sein. Weil erscheinen geht ja auch nicht. Du bist ja kein Geist. So.
Ach, wir haben ja die Angel geholt. Genau. Gucken, ob der Fisch noch da ist. Geh mal weg, Elchen. Wo war denn der Fisch? Wo ist er schon weg? War das vorhin irgendwo ein großer Fisch? Wo war denn der? Ah, hier ist auch einer. Ich sehe nichts. Ja, es kommt davon, wenn man nichts sieht. Okay, alles klar, Mimi. Wundert euch nicht, dass hier ein Zaun steht. Das ist die Tür von da oben. Nur so zur Info, ne? Nur, dass ihr denkt, oh, was macht der da mit einem halben Zaun? Gibt's denn irgendwo was, Kleines zu angeln? Ja, stimmt. Oh. Tatjana. Na? Schwerst beschäftigt, Bossi? Ich will plaudern. Das Leben auf einer einsamen Insel hat was. Wie? Unsere Insel ist gar nicht so einsam, wenn du meinst. Okay. Ich sag auch immer das Gleiche. Mal gucken, was macht meine verdorbene Rübe? Was macht denn meine verdorbene Rübe? Gammelt vor sich hin, aber krabbelt nicht. Gucken, baut jemand? Nö, die baut nicht, die ist hier ein Donut. Dann wissen wir nicht mal. Das braucht noch 10 Minuten, alles klar. Ja. Dann soll sie mal ihren Donut essen. Will sie mal nicht stören beim Donut essen. Hätten wir ruhig einen abgeben können, aber sie weiß, dass ich satt bin. Der trinkt eine Fanta oder was das sein soll. Ist auf jeden Fall orange. Orange ist immer Fanta. So, hier ist dunkel. Da ist noch Licht. Er geht nicht einkaufen. Er liest ein Buch. Dann will ich ihn nicht beim Lesen stören. Was haben wir noch? Wo haben wir noch was? Da ist Licht aus. Da ist Licht aus. Oh, bei Schoki ist Licht an. Der baut bestimmt. Der hat gestern schon gebaut. Und ja! Schoki baut. Hi Schoki. Oh, tut mir leid. Ich bin so konzentriert bei der Arbeit, dass ich dich kaum bemerkt habe. Ich habe doch gerade das angesprochen. Was machst du denn? Ich habe mir spontan vorgenommen, eine Klassik-Bücherwand zu fabrizieren. Eventuell hätte ich den Aufwand etwas unterschätzt. Basteln macht aber unglaublich Spaß. Möchtest du wissen, wie man eine Klassikbüchlein Büchwand anfertigt? Ja, bitte. Hey, der Automatikbot funktioniert. Juhu. Sehr gerne. Ich habe alles in dieser Anleitung notiert. Somit sollte es dir leicht fallen. Dankeschön. Wenn du etwas Zeit und die benötigten Materialien hast, probier es einfach mal aus. Ach ja.
alles mal lernen. Erlernen. Ich weiß jetzt, wie man eine Klassikbücherwand herstellt. Oh, schweres Wort. Mal gucken, wie sieht die aus? Oh, eine Tapete, toll. Ich kann meinen holen. 100 Stück. Oh nö. Schmücke dich mit Blumen. Oh nö. Ich will aber keine Blume anziehen. Nee, steht mir nicht. Na gut, damit ich ihn heimbekomme. Ausnahmsweise, aber nicht gucken. Jetzt halten gleich mal alle die Augen zu, wenn ich sag jetzt. Na? Ich sage euch auch, wenn ihr wieder aufmachen könnt. Ja, haben wir da eine Blume. Geht auch Blumentopf? Nee, muss eine Blume sein. Hab ich überhaupt eine Blume? Oh ja, scheiße. Verdammt. Hab eine Blume. Immer eine Flachlandtulpe in den stecken. So, jetzt macht ihr alle mal bitte die Augen zu. Ja? Wir nicht, wir lunzen, nicht lunzen. Augen zu. Ja? Wisst ihr? Simon hat schon die Augen zu. Mimi, Augen zu. Mimi, Augen zu. Mimi, Augen zu. Mimi, Augen zu. Ja, gut. So. Oh Gott. Schnell wieder weg. Ja, jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Haha, wir haben gelohnt. Wir haben dich schäbelt, wir haben gar nicht die Augen zu gehabt. Ich stelle bei jedem von euch noch eine Webcam hin. Damit ich sehe, was ihr macht. War Spaß. So, das Lager. Können wir das ins Lager machen. Können wir das ins Lager machen, wenn wir schon dabei sind. Ich habe schon angesprochen. Du siehst blendend aus. Ich hoffe, es geht dir ebenso gut, wie es den Anschein hat, Entchen. Wer ist denn ein Entchen, du oder ich? Er sieht aus wie ein Entchen, du oder ich? Hast du einen Schnabel oder ich einen Schnabel? Entchen. Nennt ihr mich Entchen? Ich wollte mit dir reden. Hoffe, du hast heute einen ganz vortrefflichen Tag. Man sollte sich jeden Tag herausfordern. Gut, okay. Nennen die mich Enten? Sehe ich aus wie eine Ente? Ja, meine Verlobte lacht sich wieder kaputt. Aber die lacht immer leise, das ist nicht hört, dass sie lacht. So. Ach, was, ich geh mal beim Kamel einkaufen.
So, was nehmen wir denn? Mysteriöse Tapete. 3000 Sterne, okay. Ich hab's ja. Naja, da heißt Glück und Freude. Mal gucken. Publikumstapete. Will ich mal gucken, wie die aussieht. Wetten, die habe ich schon. Könnte ich meinen Allerwertesten drauf verwetten, dass ich die schon habe. So, mal gucken. Die Tapete lassen wir. Wohnzimmertapete? Ah, die können wir ausdrucken. Mal gucken. Brennt. Nee, die habe ich doch nicht. Das war eine andere Tapete, die ich habe. Ah, lassen wir die mal. Passt irgendwie zur Einrichtung. Ja, ich habe schon mal Stardew Valley gespielt. Meine Verlobte auch. Wieso fragst du? Irgendwo muss doch die Flaschenpost sein. Gibt da nicht jeden Tag Flaschenpost, ne? Ich hab die noch gar nicht gesehen. Geiles Game. Naja, am Anfang war es geil. Aber jetzt wurde es langweilig. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch was geändert haben. Oh, da geht aber der Joypad, der Pro-Controller. Nee. Oh, war ein blöder Fisch. Ja, reinschmeißen. Tschüss. Ich behalte nur gute Fische, teure Fische. Da ist noch einer. Mittlerer. Ja, war ja klar. Kann ja nur ein Seebarsch sein. Ah, wieder reinschmeißen. Tschüss. Ja, ich bin fischfreundlich. Schweinchen setzt sich auch mitten auf die Gas. Hauptsache unterm Baum, aber mitten auf die Gas. Ah, da ist die Flasche. Wollte gerade die Flasche angeln. Mal gucken, öffnen. Hatte die Tage beim Joggen voll das Läufer hoch. Und prompt ist mir eine Basteleinleitung eingefallen. Wow. Jetzt will ich sie dir weiterreichen. Wie du den Stab beim Staffellauf. Wie den Stab beim Staffellauf. Nicht wie du den Stab beim Staffellauf. Ja, genau. Damit
sind wir Bastelsportsfreunde. Dein schwitzender Siggi. Hi Siggi! So, Anleitung erhalten. Bambusdekoration. Lernen. Habe ich schon. Will jemand Bambusdekoration lernen? Er kann vorbeikommen. Ich hab's in meiner Tasche. Wer sie haben will, schreit ganz laut hier. Zeigst du es mal, was das ist? Ja, okay, muss gucken. Oh, da muss ich jetzt auch noch suchen. Na gut, kann ja nur irgendwas mit Bambus sein, ne? Mal gucken. Sag mal, wo haben wir hier Bambus? Weil da unten, oder? So, das ist er nicht, das ist es nicht, das ist es nicht, das... Doch, hier, das da. Da, guck, da, da. Warte, ich zeig mir den Finger drauf, da. Achso, mein Finger siehst du ja gar nicht. Willst du haben? Gut, dann komm jetzt. Ah nee, Foto will ich nicht machen. Hab ich verklickt. So, Noob mal ihn abholen, da. So. Hm? Was? Was? Red doch mal ein bisschen lauter. Was nochmal? Ja, du kannst ruhig lauter reden, Schatz. Verdammt. Hätte ja klappen können. Ja. Simon, wie gefällt dir der Stream bis jetzt? Also nebenbei gefragt. Ja, ich wollte es ja gerade hinschmeißen, aber Mimi kommt ja gleich. Mimi kommt ja gleich. Ist nice. Dankeschön. Wenn du möchtest, darfst du mir auch gerne Follower geben. Wenn du möchtest, musst aber nicht. Nur wenn du möchtest. So. Also ich könnte mich ja auch mal, ne? Hab ich ganz vergessen, ich könnte mich ja mal in den Live 1 reinsetzen. So. Genau. Wer dann auch kommen möchte, der geht dann bitte ins Wartegate, den ziehe ich dann runter. Ja, ich sehe es, jemand kommt zu Besuch. Wer ist das bloß? Lass mich mal überlegen. Wer ist denn das? Wer kann das jetzt sein? Moment, ich rate. Mimi! Wetten? Das ist bestimmt Mimi. Mimi. Mini, Mimi. Ja, was habe ich jetzt gewonnen? Hast du schon? Moment. Oh, stimmt. Ich habe da geguckt bei Kanäle, die du folgst. Das kann es ja nicht sein. Moment. Hast du schon? Ja, hat er schon. Er? Sie? Bist du er oder sie? Ich habe dich, glaube ich, noch gar nicht in Discord gehört, aber gesehen. Ja? Da ist sie, die Mimi. Da ist sie, die Mimi. Ja, kann ich auch, guck. So, warte, einmal zum Katalogisieren.
Aber wiedergeben. Ne? Was überlegst du? Ich hab dir was hingelegt. Stehst du da und überlegt? Gut. So, und jetzt? Bitteschön. Jetzt steht sie da rum. Ah, okay. Gut. Moment. So. Ja, ich weiß, dass das verzögert ist. Ist ja auch normal. Ist ja auch ein Stream. Du warst schon bei True im Stream Voice. Ja, gut, da war ich ja nicht drin, glaube ich. Oder, ja doch, warte mal. Jetzt bin ich gerade überlegen. Ne, bei Minecraft warst du nicht drin. Vorletzte Woche beim Mario Kart wahrscheinlich, ne? Aber da kann ich mich an die Stimme nicht mehr erinnern. Ist schon zu lange her. Ja, mit 44 da, ne? Ja, wenn man da ins Alter kommt, dann weiß man, wie das ist. So, was haben wir hier? Den habe ich schon, Mimi. Den habe ich schon. Den hab ich schon. Oh, jetzt kommt sie ganz schön angerannt. Wie, den hast du schon, fragt sie jetzt. Ja, den hab ich schon. Steht sie da und schaukelt mit den Händen. Sonntags bist du meistens drin. Ja, gestern konnte ich nicht, weil gestern habe ich ja 2,5 Stunden gestreamt, ne? Wo ihr da das Turnier hattet. Ich habe ja leider kein Mario Kart. Aber ich hätte auch so gerne zugeguckt wie vorletzte Woche Sonntag. Aber boah, da wäre ich wahrscheinlich auch in Voice Chat gekommen. Aber ja, habe ich irgendwie verpasst, ne? Weil ich da auf Skorpionjagd war. Liebe, was hat dich jetzt erschreckt? Ich habe aber Angst. Sie hat sich erschreckt. Ich mach gleich in die Hose. Na gut, ich nehme ja das. Ja, okay. Bevor sie mich dann noch schlägt. Da liegt ja wieder eine Zigarette für mich auf dem Tisch. Ja, meine Verlobte ist ganz lieb. Komm, ich zeig dir mal mein Haus. Einmal um den Baum rum. Na, da kann man nicht rumlaufen. Einmal um den Baum rum. Einmal um den Stein rum. Ey, du schummelst ja. Einmal um den Ast rum. Dann nochmal um den Baum rum. So, jetzt laufen wir hier vorbei. Wir laufen wieder zurück und laufen da rein. Nein, ich verarsche dich nicht, Mimi. So, hier ist mein Garten. Hier ist mein Garten, da ist meine Mülltonne. Hier sind meine Wasserfälle. Niagara-Fälle, oder wie die heißen. Oh, neben mir auf der Couch ist jemand müde. Das hat bestimmt jeder gehört, das Gehen, ne? Da ist meine Schildi. Meine Schnie-Schna-Schildi. Nee, Quatsch. Schnipp-Schnapp-Schildi. Guck mal, die beißt sogar. Ich schnapp sogar. So,
Hier ist mein Wohnzimmer. Da, hier. Im Wohnzimmer. Da ist meine Ameisenfarm. Wollen wir die mal schütteln? Ey, wir haben das Duftding ausgemacht. Das ist immer noch keine. So. Und hier ist mein Schlafreich. Hab sogar einen Server im Schlafzimmer. Und der Server hier macht den ganzen Stream. Nee, Scherz. So, dann zeige ich dir hier mein Tresor. Da kann man sich sogar umziehen. Ein Safe. Soll ich mich umziehen? Nein. Im Safe umziehen ist wie so klein. Ich zeige dir jetzt die Küche. Da, das ist meine Küche. Aber bitte über den Zebrastreifen gehen, ja? Es sollte Zebrastreifen sein. Ich sag bestimmt, man sieht mich, man sieht mich nicht. Man sieht mich, man sieht mich nicht. So. Na, wo ist sie dann? Spielt sie immer noch, man sieht mich, man sieht mich nicht, man sieht mich, man sieht mich nicht. Ah, da ist er. Ja, jetzt zeige ich dir mein Osterzimmer. Nein, das habe ich immer nicht weggeräumt. Es tut mir in der Seele weh, das wegzuräumen. Schön, ne? So. Da lacht die. Ach so, guck mal. Guck mal da. Da. Ein Katzenkörbchen. Ein Kratzbaum. Und ein Katzenklo. Jetzt renne ich schon ins Bad. Ich habe dir das Bad nicht gezeigt. Ich schreibe dich da runter. Da, hier, mein Bad. Guck mal, hier kann man essen. Hier kann man sich sportlich betätigen. Hier ist ein Whirlpool. Hier ist die Toilette. Guck. Und wenn es einem beim Toilette gehen schlecht wird, kann man hier in den Eimer reiern. Und da ist meine Stierbadewanne. Ah, den Flamingo. Nicht vergessen hier. Gestern noch hingestellt. Da habe ich schon gesagt, hier im Laufrad kann man sich sportlich betätigen im Bad. Jetzt schaltet es aus. Steht nicht so auf Sport, hä? Ah, jetzt macht es wieder an. Das gefällt ihr, der Whirlpool. An, aus, an, aus, an, aus. Nein, da kannst du nicht reingehen. War eigentlich schon die ganze Wohnung. Ey, sie schiebt mich weg. Warte mal, ich leg mal was anderes auf. Die Musik ist so langweilig. Langsam. Ey, ich wollte die Musik da, ich wollte mich nicht umziehen. Aha. Was nehmen wir denn? Das hier? Nee. Das auch nicht. Ja, das ist doch romantisch. Ja, nix hier raus. Hier stinkt's nach Romantik. Boah. Ah, mal richtig hinsetzen. So. Ach hier, ich will dir zeigen, mein Nussknacker. Da, guck, da, mein Nussknacker.
Oh, der bewegt sich sogar. Der knackt sogar eine Nuss. Tipp. Tipp. Jo, der knackt sogar eine Nuss. Sehe ich auch das erste Mal. Hab den noch nie ausprobiert. Achso, ich könnte ja mal im falscher Channel, falsches Ding. Nee, sitzt keiner am Wartegate. Oh, noch 4 Minuten. Noch 4 Minuten. Schnell mein Ticket holen. Ich probiere jetzt mal auf einer Skorpioninsel zu kommen. Gleich in 4 Minuten. Nee, in 3 Minuten. Ja, Mimi, ich hoffe, dir hat ja meine Hausführung gefallen. Ja, abbrechen. Bitte, Mimi. Ich sag mal so, bitte, weil ich bin schreibfaul. So. Oh. 2 Minuten noch. Guck mal, wie so ein Spiel. Hab gerade so geguckt, was spielst du für ein Spiel? Was ist das für eine CD? Hä? Achso. Hab ich nicht. Eine Minute noch. Na, warte mal die Minute noch. Dann warten wir mal die Minute noch. Ich meine, ich kann mich ja auch eine Minute lang ins Kaffee setzen und Kaffee auf Ex trinken. Apropos Kaffee. Bin gleich wieder da. Ich hol mal nur mal einen Kaffee. Wenn Leute dazukommen, sagt ihr, ich bin kurz Kaffee holen. Ja, Dankeschön. Bin gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. Vielen Dank fürs Warten. So, wir haben 19.01 Uhr. Ich versuche jetzt auf eine Skorpioninsel zu kommen. Weil wenn es eine Spinneninsel gibt, eine Vogelspinneninsel, dann gibt es jetzt bestimmt auch eine Skorpioninsel. Will ich mal hoffen. Auf einer Spinneninsel war ich in der Zeit, wo ich jetzt spiele, seit 21.03. Ich glaube 3 oder 4 Mal. Ja, so oft muss es auch mit einer Skorpioninsel klappen, ne? Hey, da bist du ja wieder. Was ist dein Begehr bei Dodo Air? Das reimt sich sogar, ob das Absicht ist. Flugsteig schließen. Möchtest du die Kommunikation also einstellen und den Flugsteig schließen? Ja. Nun, da wir jetzt keine Besucher auf unserer Insel haben, sollte das kein Problem sein. Wenn ich noch was für dich tun kann, sag einfach Bescheid. Bescheid. Hey, hey! Willkommen am Tor zu den Lüften, dem Flughafen von Kassel. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich möchte fliegen. Roger, du hast sicher ein Meilenticket. Ja, scheinst übrigens ja auch ein Meilenticket zu haben. Sag Bescheid, wenn du es einlesen möchtest. So, für die Unterlagen möchte ich noch wissen, wo möchtest du hin? Mein Ticket nutzen. Du möchtest dein Mein Ticket verwenden? Roger. Es ist alles bereit zum Abheben. Aber nur, um sicher zu gehen, bist du bereit? Werkzeug am Start? Sonst wäre ich ja schlecht bei dir, ne? Auf geht's. Dann los. Ab in die Luft mit dir. Dodo 1, hier spricht Dodo Tower. Udo, empfängst du mich? Hab hier jemand, der etwas Höhenluft braucht. Over. Roger, alles startklar. Okay, dann guten Flug und viel Glück. Ich bin gut, ne? Roger, kaum zu glauben. Aber Flug Rhabarber-Kompott ist sicher auf der Insel gelandet. Spektakulär. Was? Rhabarber-Kompott? Wie kommt der da drauf? Ja, aber sonst sagen die immer Sahnetörtchen oder ne, Pfannkuchen oder so. Aber Rhabarber-Kompott? Ja, jetzt weiß ich, warum der Sitz so klebrig war. So. Nur zu, ich warte hier. Flieg nicht weg und flieg nicht weg. Komm vorbei, wenn du Werkzeug oder einen Flug brauchst. Ob Bienchen oder Bäumlein. Ja, das hab ich so schnell geklickt. Hier ist aber dunkel. So dunkel war es beim Abflug nicht, oder? Oder täusche ich mich? Nein, Kassel ist immer ein bisschen heller. Und nein, es ist keine Dingsinsel. Aber na gut, damit wir nicht umsonst hierher geflogen sind, nehmen wir auch was mit. Lass mich doch während des Livestreams, lass mich doch nicht stechen, bin ich nicht bescheuert. Nicht von Wespen. Von Skorpion ja, aber nicht von Wespen. Ich hab's gewusst, dass irgendwann die Wespen kommen. Ich hab's irgendwie im Gefühl gehabt.
Na toll, jetzt geht die Axt wieder kaputt. Ah toll. Habe ich noch eine Ersatzaxt dabei? Nee. Ich meine machen. Toll. Da läuft. Mal gucken, was brauche ich denn? Ja, langsam müsste ich eigentlich wissen, was ich brauche. Ast, Äste, 5 Stück und Stein. Und dann Holz und Eisen. 5 Äste. 1. Das brauchen wir auch. 2. Heute mal noch schütteln. 3, 4, 5. Eisen. Er nimmt den Kescher. Im Kescher geht das nicht. Da haben wir Eisen, aber wir machen den Stein jetzt fertig. Ah, damit. Herstellen. Eine Wackelaxt. So, weitermachen. Dann eine Axt. Das war mein Handy. Hat irgendjemand was geschrieben? In Discord. Neue Nachrichten. Rübenverkaufspreise. Ah, ich habe ja vergessen, meine Rübenverkaufspreise zu machen. Ist das normal, dass sich mein Rübenverkauf nicht geändert hat? So. Jetzt muss ich mal kurz hin. Dings in Discord antworten. Danke, dass ihr gewartet habt. So, genug fürs Erste. Ich habe eine Axt. So, wollen wir mal die Axt in die Hand nehmen. Und weiter Bäume fällen. Habe ich 23 umgeschrieben? 123. Oh! Oh, verdammt, wenn man so schnell schreibt. 123 Uhr, gibt's das? Habe ich das wirklich? Nee, habe ich nicht geschrieben, oder? Oh, ja, wirklich. Tatsache. Moment, ändern. Nicht löschen. Nachricht bearbeiten. Ja, 123 Uhr Mittag, genau. Geht so weit die Uhr. So. Okay, hab's geändert. Um 123 Uhr Mittag. Auch nicht schlecht. Um 123 Uhr Mittag. Okay.
Arbeit, da beschreibe ich mich auch, aber da merke ich das. Aber hier habe ich es nicht gemerkt. Komisch. Ja, wahrscheinlich, weil ich kein Geld dafür kriege. Die Arbeit kriege ich ja Geld dafür, dass ich mich verschreibe und mich korrigiere. Ja, ich habe so dicke Finger wahrscheinlich. Dann schreibt man mal schnell 1, 2, 3. Ich meine, da können die Frau ja mitreden mit ihren zarten Fingerchen, ne? Wo da sogar 1,5, ja, zwischen 1 und 2 1,5 tippen können. Ne? Das kann ich ja mit meinen Wurstfingern nicht. Mehr als Mann nicht mitreden. Ne? Muss ja mal gesagt sein. Ja. Was haben wir noch? Können wir noch die Leiter nehmen? Ah ja, hau doch mal mit der Axt drauf. Der Tropfen, Trottel. Oh, daneben. Nein, ich habe nichts gefunden. So. Ja, ich hätte vielleicht mal Zielwasser trinken sollen. Das wäre vielleicht noch Zielwasser. Ja, das ist unser Koko oder was? Nee, es war Kiki. Ja, ist ja gut, Kiki. Ich nehme es ja wieder zurück. Entschuldigung. So. Frauen. Dann habe ich euch ja bei dem 2,5-Stunden-Stream, die zugeguckt haben, habe ich ja gezeigt, wie man eine Skorpioninsel nicht bei einer Cannabis-Insel, sondern bei einer, wie heißt die Insel nochmal? Ja, genau, Bambusinsel macht. Ne? Nein, ich mache jetzt keine Skorpioninsel. Kletter und spring noch nicht rum. Nee. Nee, am Ende des Streams werde ich euch dann zeigen, wie man richtig das Spiel beendet. Ich werde euch dann auch sagen, warum ich das zeige. Eigentlich könnte ich bei jedem Stream mal ein Tutorial dazwischen machen. Das wäre doch. Habe ich ja bis jetzt eingehalten. Gestern. Werde ich es heute auch noch mal einhalten. Was? Mimi, was? Bambusinsel, ja!
Also, okay, Mimi, wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen, Mimi. Wie durch Bambusinsel? Ja. Ja, hast du noch Zeit? Klar, du musst früh aufstehen wie du. Hey, du wächst mich ja dauernd. Dein Morgen was? Dein morgendliches Dienstag. So genau, wie man das jetzt wissen. Wenn wir nicht weiter drauf eingehen. So, hab ich alles hier? Ja, ne? Jetzt red ein bisschen lauter, ich höre ein bisschen schlecht. Nee. Ich hab eben ja gesagt, sag ich nee. Skorpion. Was macht ihr Skorpion? Was läuft denn hier ein Skorpion rum? Hat nur eine Bäume gefällt. Ich glaube, ich darf jetzt mal hier um den Baumsturm rumlaufen. Bestimmt gedacht, der kriegt dich, der beißt dich jetzt, der kriegt dich. Nein, ich habe ihn gefangen. Bestimmt gedacht, der fängt den nie. Der fängt den nie. Okay, hier haben wir alles. Das Unkraut lasse ich da, da habe ich genug von. Fliegen wir zurück. Du willst Schluck-Karamellcreme mit Zielkassel nehmen. Erst war es Rhabarber-Kompott und jetzt Karamellcreme. Wie schmeckt denn das, wenn man es zusammenmischt? Eklig, ne? Oder? Schatz, wie schmeckt ein Rhabarber-Kompott mit Karamellcreme? Keine Ahnung, nur mal probieren. sagt sie. sagt sie. So. Einmal probieren wir es jetzt noch. Ja? Ich tue mich jetzt erst einmal entleeren. Also nicht mich, sondern ja, mein Inventar entleeren, meine ich. Kann es sein, dass hier im Stream der Chat hängt? Also nicht hier rechts, sondern im Stream selber? Oder bilde ich mir das ein? Bilde ich mir das ein oder hängt er da? Ich habe heute was geändert, das kann vielleicht daran liegen. Ah gut, dann müssen wir heute halt mal auf den Chat im Dings verzichten. Weil sieht ein bisschen blöd aus, wenn es nicht weitergeht. Hauptsache, das Stream läuft. Ja, ist die Hauptsache. Ja, ich habe die 2 Sekunden Verzögerung rausgenommen. Oh Gott, schweres Wort. Und ja, es kann sein, dass es daran liegt. War vielleicht ein Fehler. Aber ich kann ihn ja nachher. Was du da? Ed sitzt da und trinkt eine Sprite. Das sehe ich an der Farbe. Grün ist immer Sprite. Oder Becks. Der trinkt auch einen Becks. Weiß man ja nicht. Nee, denn Pferde vertragen keinen Alkohol. Dann würde er talken. Obwohl. Wenn man den so richtig anguckt, laufen wir mal hin. Wenn man so richtig hinguckt. Ja, jetzt hat er die Büchse weg. Jetzt hat er, packt er die Büchse mehr in der Hand. Er rülpst bestimmt gleich. So wie er hochguckt. Sieht er aus wie besoffen, oder?
Naja. So, mal gucken. Mal mein Inventar leeren, dann hole ich mir noch mein Ticket und probier's noch einmal. So. Inventar. Schlager. Nein, nicht platzieren. Na gut. Haben wir also mal Skorpion platziert. Die lacht immer da hinten. Lacht mich immer aus. Egal, was ich sage. Einmal probiere ich es noch, also mache ich es jetzt. Ich bin lebensmüde. Ich will aber mal den Kescher wegpacken, wenn ich hier rumrenne. Wer weiß. Hi Hamid. Ich habe gerade meinen Bewohner begrüßt. Mein Einlöwen. Mein Ticket. So. Möchte ich noch etwas auswählen? Nein. Auf Wiedersehen. So. Mal gucken, vielleicht komme ich ja jetzt auf eine Skorpioninsel. Skorpioninsel, ich komme. Lauf nicht weg. Was hat der denn da? Das ist ein Eis. Ah ne, Donut. Die essen alle Donuts. Ey, du bist schon klein und rund. Lass den Donut weg. Ich denke, du machst Sport. Sieht man aber nicht, dass er Sport macht. So. Ja, das lese ich jetzt aber vor. Sorry, das ist Gene. Ja. Ja, ich habe alles. Ich habe hier jemanden, der auf eine Skorpioninsel möchte. Das wäre doch mal was, oder? Aber jetzt sagen wir mal alle. Skorpion, Insel. Drückt mal alle die Daumen. Erdbeertorte. Also jetzt haben wir schon Rhabarberkompott gehabt. Dingscreme. Also, was war das? Rhabarberkompott und irgend so eine Creme und Erdbeertorte. Ah, Karamellcreme, genau, und Erdbeertorte. Das müssen wir mal alles zusammenmischen. Mal gucken, wie das schmeckt. Und? Nein. Verdammt. Ah.
schon wieder eine Stunde da. Du hast gestern gesehen, wie schnell ich bei einer Bambusinsel. Oh nein! Schon mal gesagt, lass mich doch im Stream nicht stechen. Oh, da ist eine Flasche. War ich bei vorhin bei der Insel auch eine Flasche? Nee, ne? Gar nicht drauf geachtet vorhin. Die habe ich jetzt zufällig gesehen. Alex, kräftiger Bastler. Eine Langhantel. Erlernen. Das wäre doch was für Hamid. Eine Langhantel. Ich glaube, die schenke ich heute oder morgen. Oh, das war daneben. Wisst ihr, wie ich mir vorkomme? Beim Holzhacken, da fällt mir immer ein bestimmtes Lied ein. Lebt denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch, Holzmichel noch, lebt denn der alte Holzmichel noch, la 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 la. Ja, er lebt noch. Nein, ich habe nichts getrunken. Nein, die Müdigkeit. Nee, ich höre lieber auf zu singen. Nachher ist der Stream dann leer. Sagst du da, Ey, wir sind verlobt, dann musst du sagen, nein, Andi, nein, Schatz, sing weiter. Sagt die, Also, sowas ist man verlobt. Hätte ich gedacht, da ist nur Eisen drin. Dreimal hintereinander, ein Leben, und dann kam noch mal Eisen, vierte. Ich habe noch nie einen Stein gehabt, wo nur Eisen rauskam. Noch nie. Gibt's das? Ich hatte mal einen Stein, wo nur Geld rauskam. Den habe ich jeden Tag einmal. Ach ja. Hatten wir den Stein schon? Nee, hatten wir noch nicht. Oh, was ist denn das? Moment, die muss ich mal fangen, die muss ich mal angucken. Was ist das? Oh! Ein Alpenbock! Ein Alpenbock! Okay. Er hatte keinen Bock mehr auf Alpen. Ein Alpenbock, den hab ich noch nicht gehabt. Ich wusste doch, der war mal. Oh, haben wir alles? Ich will immer noch... Ich weiß nicht, geht's euch auch so? Wenn ihr Animal Crossing spielt, ja?
Man kann ja nur nach oben und nach unten gucken. Aber habt ihr auch immer den Tick, nach rechts und links zu gucken? Also ich will immer nach links gucken oder nach rechts. Ja, kein Problem. Kein Problem, Simon oder Simon. Er hat mir immer noch nicht geantwortet, wie er genannt werden will. Simon oder Simon? Ja, klar. Ich will über den Fluss springen. Was nehme ich in die Hand? Leiter. Wie, du lachst? Ey, sie hat mal nicht gelacht. Ach so, du bist konzentriert. Okay. Ich bin auch manchmal kondensiert. Das merkt ihr, wenn ich nichts mehr sage. Dann bin ich kondensiert. Ah, okay. Alles klar. Ja, bin ich ja nicht der Einzige, ne? Also, dann Simon. Den Stein hatte ich, glaube ich, noch nicht, oder? Hatte ich den Stein schon? Nee, ne? Nee, den hatte ich noch nicht. Na, mal gucken, was ist hier. Oh, Moment. Ist das ein Alpenbock oder habe ich den auch noch nicht? Nee, der ist dunkler, ne? Als der eben. Ein Fichtenbock, nee, den habe ich schon. Oh, ich kann genug meinen abholen. Dankeschön. Oh nee, wirklich? Oh, jetzt muss ich doch mal 5000 Sternis da einkaufen gehen. Oder verkaufen. Hätte mal vorhin kommen können. Meine Rüben verkauft. Das war ein bisschen. Ey, was drehst du dich? Hui. Hui. Jetzt beißt er an. Psst. Na toll, der Autoreifen. Lass du schon wieder. Autoreifen. Ich weiß, da steht Reifen, aber ich nenne es Autoreifen. Sieht ja auch aus wie ein Autoreifen. So. Wisst ihr, was ich cool finde? Ich habe mich immer gefragt, wie kann ein Streamer so viel labern? Jetzt laber ich genauso viel. So. Ja, ich denke mal, das macht man um die Leute, man will die Leute unterhalten. Ne? Oh, es war mal ein Fisch, aber ein Barsch, den habe ich schon. Tschüss, Barsch. Abmarsch, Barsch. Oh, hier habe ich noch eine Palme vergessen. Warum sagt mir das keiner?
Nein, die Früchte und Kokosnüsse, das lieben. Hab ich gefunden. So, haben wir hier alles? Ja. Ah, nee. Da hinten war noch, hier sind auch noch zwei Palmen. Scorpi. Sagt es Scorpi. Habt ihr es gehört, dass es Scorpi gesagt hat? Das konnte man doch hören, oder? Oh nee, jetzt muss ich mit zwei Bäumen muss man jetzt neue Axt machen. Ich wollte mich doch veräppeln. Ich heul gleich. Wegen zwei Bäume muss ich mir jetzt eine neue Axt machen. Ich hätte doch gebissen. Steht hier recht. Nicht gekriegt. Na toll. Ah nee, da hab ich jetzt kaputt. Hab jetzt keine Lust, wegen zwei Bäume eine neue Axt machen. Ja, nur noch zwei Bäume. Ach, wisst ihr was? Sind die zwei Bäume einfach mit der Schaufel. Mhm. Ja! Ich baue doch wegen zwei Bäume keine neue Axt. Dann nehme ich die Bäume mit und hacksel dann irgendwann. Also ich muss auch was essen. Hab ihn. So. Essen. Zwei Bäume, zweimal essen. Ja. Oh, das war daneben. Hab ihn. So. Und noch einmal. Hab ihn auch. So. Wegen zwei Bäume mache ich mal keine neue Axt. Nehme ich die Bäume lieber komplett mit. Gehen Palmen eigentlich in das kleine Flugzeug rein? Weil das ist schwierig, ne? Ja, mal gucken, was der Pilot sagt. Bananenquark. Nee, ich wiederhole jetzt nicht die anderen Sachen, weil jetzt wird es langsam eklig. Warum machst du das raus? Hä? Keine Skorpioninsel. Nee. Ich möchte jetzt keine Stunde lang, zwei Stunden lang Skorpion schauen. Nee. Ich fliege zurück. So. Ich habe immer noch keine Zigarette. Na gut. So, los geht's. Tschüss. Tschüss, Insel. So. Habe ich mich eben erschrocken. Ich gucke eben auf den Monitor vom PC und sehe, dass das Bild dunkel wird. Ich habe schon gedacht, der Stream ist weg. Nee, war er nicht. Der war nicht weg. Nein. So. Da ist schon wieder eine grüne Dose. Da. Das ist bestimmt Bier. Das ist bestimmt Becks. Becks sind grüne Dosen, ne? Glaube ich. Ja, Spreit oder Becks. Ich wette mit dir, so wie der aussieht, guck doch mal. So wie der aussieht, ist das bestimmt eine Becksdose. Wette ich mit dir. Guck mal, so wie der aussieht, ist das eine Becksdose. Das ist kein Spreit. Schatz, brauch noch eine, geht's besser. Warum ist das Radio aus? Nee, das Radio ausgemacht. Nee, ich weiß, was wir machen. KK House. Ja. So, jetzt tue ich mein Inventar leeren. Und dann werde ich euch zeigen, wie man richtig das Spiel beendet. Das ist jetzt für diesen Stream das Tutorial. Gestern habe ich euch gezeigt, wie man aus einer Bambusinsel eine Skorpioninsel macht. Jetzt mache ich es nicht aus. Das mache ich auch ab und zu mal, obwohl ich es geil möchte. Und heute zeige ich euch, wie man dann den... wie man das dann das Spiel beendet richtig.
Weil der Grund ist, viele beschweren sich ja oder sagen, hey, ich muss zum vierten Mal schon neu anfangen. Ja, ich denke mal, dass es daran liegt, weil die falsch beenden. Ich kann euch garantiert auch eine Stelle zeigen, wo die beenden. Ja, das ist auch was, aber das hat mit dem Spielstand nichts zu tun. Das mit dem Minus drücken, das zeige ich euch dann morgen. Jawohl, das kann ich eigentlich so schnell erklären, wenn ihr Rüben verkauft oder so, ne? Macht euch doch einfach den Weg, geht zum Flughafen, fliegt ganz normal zurück. Drückt nicht Minus, weil da kann es passieren, dass dann alle am Flughafen stehen und der, wo dann gerade Rüben verkauft hat, der darf dann nochmal hinrennen. Und ihr seid zu Hause und habt eure Rüben immer noch im Beutel. Und denkt euch, verdammt, jetzt muss ich nochmal hinfliegen. Es hält alles auf. Es geht viel schneller zum Flughafen rennen, zum Shop rennen, zum Flughafen rennen, zum Shop rennen. Ne? So. Habe ich jetzt mein Inventar komplett geleert? Nee, die Käfer habe ich noch. So, jetzt zeige ich euch, wie man das Spiel richtig beendet. So, man drückt das Plus, ganz normal, macht ja jeder, hoffe ich. Speichern und beenden. So, jetzt kommt ein Bild mit der Palme. Da steht jetzt extra, bitte berühre nicht den Powerknopf. Da halten sich viele noch dran. Jetzt kommt, Speichernvorgang abgeschlossen. Bis bald. Jetzt drückt ihr A. Und jetzt wartet ihr. Nicht Home-Taste drücken und Spiel schließen, weil das ist noch der Ladebildschirm. Ja, könnt ihr euch vorstellen, CD läuft. Ja, ihr drückt auf Stopp. Die läuft sich noch aus und ihr macht auf und holt die CD und will die CD rausholen. Ja, und dann kommt da Kratzer rein. Ne? Ja, so kann nämlich auch ein Spielstand dann kaputt gehen. Jetzt warten, bis das Hauptmenü kommt. Dann könnt ihr auf die Home-Taste gehen, X drücken und das Spiel beenden. Dann dürfte normalerweise nichts passieren. Ja? So. Okay. Das war jetzt mein heutiges Tutorial. Morgen lässt schon was einfallen, was ich euch zeige. Vielen Dank fürs Zuschauen. Heute waren es keine 2,5 Stunden, weil ich muss um 3 Uhr aufstehen, arbeiten, gehen, fertig machen. Jo, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt mich auch gerne followern. Folgen, Dingsbums da, genau. Und genau, wir werden uns morgen wiedersehen. Ich will keine genaue Uhrzeit nennen. Ich denke mal so gegen 16 Uhr. Und ja, genau. Bis dann, euer Andi. Dankeschön.